Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Marktlokation, die Messelokation und das Lokationsbündel. Absolute Grundbegriffe für die Energiewirtschaft heutzutage, aber mir ist aufgefallen, ich habe noch nie ein direktes Video darüber auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, also folgt das heute. Wenn euch auch nochmal so Grundbegriffe auffallen, die wir mal erklären sollten, dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben, dann holen wir das nämlich noch nach. Erstmal zur Historie, zu dem, was hinter dieser Marktlokation und Messlokation steckt. Ursprünglich gab es den sogenannten Zielpunkt. Der Zielpunkt ist vielleicht auch noch ein Begriff, der vielen aus der Branche tatsächlich bekannt ist. Das war immer so eine 33-stellige Identifikationsnummer, die eben eindeutig eine bestimmte Verbrauchsstelle oder eine bestimmte Einspeisestelle identifiziert hat. Das ist so eine ID gewesen, die man eben rumgeschickt hat, um verschiedene Prozesse zuordnen zu können, zu eben genau der richtigen Stelle, dem richtigen Kunden, dem richtigen Zähler schlussendlich ja auch. Das wurde über Jahre hinweg so genutzt und war eben ganz toll als eindeutige ID, weil wenn man die hatte, konnte man alle Prozesse exakt zur richtigen Stelle schicken. Jetzt ist es aber so, sobald wir komplexere Messkonzepte irgendwo haben, wo man dann verschiedene Unterzähler und vielleicht auch dann praktisch Summenzähler hat, dann war es relativ komplex, das mit diesem virtuellen Stammdatenobjekt des Zielpunktes auch gut darzustellen. Also man musste dann virtuelle Zählpunkte noch schaffen und virtuelle Summenzählpunkte und solche Dinge. Das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht. Und dann kam das Messstellenbetriebsgesetz im September 2016, was ja den Smart Meter Rollout vorbereitet hat und dabei ja natürlich noch deutlich komplexere Messkonzepte vorsieht und möglich macht. Also gab es dann direkt nachfolgend im Dezember 2016, ich meine am 20. Dezember 2016, einen Beschluss von der Bundesnetzagentur namens BK 16200, der dann unter anderem ja GPKE und Co. geupdatet hat und dabei unter anderem auch die Marktlokation und die Messlokation und den Begriff des Lokationsbündels eingeführt hat und auch gewissermaßen definiert hat. Die Umsetzung im Markt, dass man also diese Marktlokation und die Messlokation als Ersatz des Zählpunktes einführt, musste dann praktisch zum Februar 2018 umgesetzt werden. Viele erinnern sich vielleicht auch noch daran, dass man eben jetzt vor gut 2,5 Jahren von der Aufnahme dieses Videos aus betrachtet, eben genau diese Einführung, diese Umstellung zur Marktlokation hatte. Jetzt gehen wir mal darauf ein, was diese drei Varianten eigentlich sind: die Malo, die Melo und das Lokationsbündel. Und dann haben wir hoffentlich auch verstanden, was der Unterschied ist. Und dann gehen wir auch mal noch auf ein paar Varianten ein, wie die eben verbunden sein könnten. Und dann ist das, denke ich, relativ klar. Die Marktlokation erstmal, das ist jetzt sicherlich auch der Hauptbegriff, mit dem viele zu tun haben innerhalb der Branche. Das ist praktisch der Ort, an dem die Energie erzeugt wird oder verbraucht wird. Das ist aber trotzdem ein rein virtuelles Stammdatenobjekt. Diese Marktlokation ist also innerhalb der IT-Systeme ein Stammdatenobjekt, welches nun zugeordnet wird zu dem Ort, an dem eben die Energie erzeugt oder verbraucht wird. Das ist damit dementsprechend nicht die Stelle, wo der Zähler ist, sondern die Stelle, wo praktisch diese Verbrauchsstelle oder diese Einspeisestelle zu verstehen wäre. Ja, das ist dementsprechend auch mehr oder weniger der Netzanschlusspunkt, um mal diesen Begriff mit reinzuwerfen. Es gibt auch noch eine Definition, die das vielleicht ein bisschen weiter erklärt. Diese Marktlokation entspricht der Entnahmestelle oder der Einspeisestelle im Sinne der Stromnetzzugangsverordnung. Und dementsprechend ist es tatsächlich einfach der Ort, wo der Netzanschluss für den Verbraucher oder für den Einspeiser praktisch zu sehen ist. Diese Marktlokation ist dementsprechend mit dem öffentlichen Netz verbunden, über eine tatsächlich vorhandene Leitung. Ja, und diese Situation wird virtuell als Marktlokation dargestellt. Die wird jetzt genutzt für alle möglichen Prozesse rund um Stammdaten, Lieferantenwechsel, Abrechnungen und vor allem auch die Bilanzierungsprozesse. Für diese werden die Marktlokationen herangezogen und werden als virtuelles Stammdatenobjekt genutzt, um auch wieder hier eine eindeutige Identifikation möglich zu machen. Die Marlow ID,
also die Identifikationsnummer, es ist auch eine neue, die musste neu vergeben werden von den Branchenverbänden. Da gab es dann offizielle Stellen, die das organisiert haben. Und das ist jetzt eine 11-stellige Identifikationsnummer, die das Ganze eben doch etwas greifbarer macht. Die kann man auch mal am Telefon im Clearing durchgeben, was bei der 33-stelligen Zählpunktnummer ja nicht so einfach war. Oder dann hat das Telefonat halt relativ lange immer gedauert. Diese Malo-ID ist also schlussendlich ein virtuelles Objekt, was der Einspeisestelle oder der Verbrauchsstelle entspricht. Jetzt gehen wir mal zur Melo, zur Messlokation. Die Messlokation ist praktisch der Ort, an dem die Energie gemessen wird, wie der Name es praktisch ja auch schon darstellt. Hier können wir auch nochmal auf so eine Definition zugreifen. Die Melo ist praktisch die Messstelle im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes. Wir haben dort im Paragraph 2, wo die Begriffsbestimmungen sind, ich glaube unter Punkt 11, die Definition der Messstelle. Und das ist eben praktisch genau der Ort, wo der Zähler ist, wo der Zähler im Zählerschrank eingebaut ist. Und während eben auch genau dort in der Vergangenheit der Zählpunkt praktisch zu verorten war, ist das jetzt die Messlokation. Die Messlokation ist also die Stelle, wo der Zähler sitzt und wo dementsprechend alle Energiedaten, alle Messdaten zusammengetragen werden und dann auch übertragen werden können. Das heißt, zu dieser Messlokation gehören neben dem Zähler selbst zum Beispiel auch das Modem im Sinne eines RLM-Zählers, wo dann die Übertragung stattfindet oder irgendwelche Steuereinrichtungen, die wir bei HTNT-Zählern zum Beispiel noch haben könnten oder ein Wandler. Das ist alles bei der Messlokation. Wichtig ist trotzdem zu verstehen, Marktlokation und Messlokation sind rein virtuelle Stammdatenobjekte. Die werden aber nun im IT-System dort zugeordnet, wie ich es gerade erklärt habe, die Malo dort, wo der Netzanschluss praktisch ist und dementsprechend alle großartigen Abrechnungsprozesse laufen können und Stammdatenprozesse laufen können. Und die Messlokation ist eben dort, wo der Zähler ist, wo gemessen wird und wo übertragen wird und dementsprechend dort die Energiedaten und die Gerätedaten praktisch fließen können und hin und her geschickt werden können. Das Lokationsbündel wiederum ist jetzt einfach nur eine Sammlung von messtechnisch zusammenhängenden Malos und Melos. Das Lokationsbündel bedeutet also praktisch, wenn wir eine komplexe Messstelle haben mit mehreren Zählern, die in eine bestimmte Weise ineinander verwoben sind und dann auch verrechnet werden könnten, das alles zusammen ist halt im Zweifel ein Lokationsbündel. Nicht zu vergessen, die Melo-ID, also die Identifikationsnummer für die Messlokation, ist keine neu vergebene, sondern das ist der klassische Metering-Code, also der Zählpunkt. Die alte Zählpunktbezeichnung, diese 33-stellige Bezeichnung, die wird als Messlokations-ID weiterhin verwendet. Die Malo-ID neu vergeben, 11-stellig, die Melo-ID, der alte Zählpunkt, 33-stellig. Ich werde euch dann jetzt mal hier einblenden, welche typischen Varianten es eben geben würde. Die ganz klassische ist natürlich das 1:1-Verhältnis, dass wir also eine Malo-ID und eine Melo-ID haben, egal ob das jetzt Verbrauch oder Einspeisung ist und dementsprechend der eine Zähler an der Melo ist und die ganzen Prozesse in Richtung Netz, in Richtung Massenprozesse im Markt eben über diese Malo-ID laufen würden. Ganz klassisches Konstrukt. Gehen wir mal weiter zum Zwei-Richtungszähler, das End-zu-Eins, die End-zu-Eins-Beziehung. Dort haben wir praktisch einen Zähler, der in zwei Richtungen funktioniert, weil wir eine Einspeisung und einen Verbrauch an der gleichen Stelle haben. Ein Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, die einspeist ins Netz. Und genauso gut der Restverbrauch vom Netz bezogen wird. Dann haben wir hier zwei Marktlokationen. Das heißt, wir haben eine Marktlokation für die Einspeisung und eine für den Verbrauch, weil das unterschiedliche Prozesse am Markt sind, unterschiedliche Abrechnungs- und Bilanzierungsprozesse. Wir haben aber nur eine Messung, weil ein Zähler tatsächlich in beide Richtungen funktioniert. Und dementsprechend gibt es eine Messlokation zu zwei Marktlokationen. Das ist absolut möglich, gar kein großes Problem. Gehen wir mal noch weiter zu der anderen Variante, die 1:n-Beziehung, wenn wir mehrere Messungen haben. Und das kann jetzt tatsächlich schon eine leicht komplexe Variante sein, wenn wir bei einem Industriekunden zum Beispiel eine Messung für den Büroverbrauch haben und für den Maschinenverbrauch in der Maschinenhalle. Das sind also mehrere Zähler, die womöglich auch in Kombination miteinander stehen. Da ist eins vielleicht sogar ein Summenzähler oder wir haben eben mehrere nebeneinander stehende, die dann irgendwann summiert werden. Dann haben wir trotzdem einen Kunden, einen Anschluss an das Netz, also eine Marktlokation für alle Prozesse. Wir haben aber mehrere Messungen und dementsprechend auch mehrere Messlokationen. Relativ logisch.
Und davon abgesehen, dass es auch Pauschalanlagen gibt, die dementsprechend gar keine Messung haben, das ist halt eine Straßenlaterne, das ist eine Ampel, die hat einen Verbrauch, aber die muss nicht gemessen werden. Da wird pauschal angenommen, wie viel die eben über das Jahr hinweg verbraucht. Dementsprechend haben wir dort keine Messung, also auch keine Messlokation, aber eine Marktlokation, natürlich. Und das Lokationsbündel, das seht ihr jetzt hier, ist eben dann einfach nur die ja, komplexeste Variante davon, sowas zusammenzustellen. Mehrere Marktlokationen womöglich, mehrere Messlokationen womöglich, weil wir vielleicht mehrere Einspeisungen und mehrere Verbräuche haben in dem Gewerbegebiet, wird aber vielleicht zentral verwaltet von der Verwaltung und dementsprechend haben wir dort miteinander verwobene, messtechnisch abhängige mehrere Marktlokationen und Messlokationen. Das ist das Lokationsbündel. Und das war's schon. Habt ihr grundsätzlich Fragen zu der Malo, der Melo und dem Lokationsbündel, dann gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.